deinem Netzwerk. Falls nicht, sag den Jungs Bescheid. Von dort aus kannst du auf alle nötigen Daten zugreifen, um die Entwicklung des Autos zu fördern. Richte dir alles ein. Begib dich zum Training, wenn du fertig bist. Wir sehen uns dann später. Willkommen in deinem neuen Team. Halt die Klappe, Emma. Also, ich rede jetzt einfach mal über Emma drüber. Und zwar sind wir jetzt hier... Ich laber jetzt natürlich weiter. Also, ich mache doch wieder Formel 1 Let's Play, jetzt nochmal neu, mit kürzerem Format. Rennen, 5 Runden, spannende, kurze Rennen. Training zeige ich gar nicht, damit das einfach ein bisschen, ja, angenehmer ist. Und ja, das Planet Zoo Let's Play soll jetzt wieder ein bisschen kommen, ein bisschen Formel 1 und ein paar... mehr oder weniger Best-of-artige Formate. Einmal in Form von Best-of. Es gibt jetzt auch eine neue Playlist. Es gibt halt eine Playlist namens Yxis alte Videos. Da werde ich halt alle anderen Videos einfügen, die sozusagen nicht mehr zählen. Das sind einfach wie einen anderen Kanal. Aber das wollte ich jetzt eigentlich, ich weiß nicht, ob ich wollte die irgendwie nicht runternehmen vom Kanal. Keine Ahnung. Und das hier ist dann halt der... Die neuen Playlists sind dann halt die Formel 1 Playlist, Planet Zoo Playlist erstmal. Und halt dann so ein paar Best-of-artige Sachen, wie zum Beispiel, oder Minecraft wird vielleicht auch nochmal ein paar Sachen kommen, auch, das ist auch ein Best, wird da auch ein Best-of-Format sein, also ein Zusammenschnitt, das ist ja, wenn man so will, ein Fulltime-Let's Play, das Rennen ist halt Uncut, und, Minecraft wird dann halt, wie gesagt, gecuttet und mit nur die besten Szenen, genauso wie jetzt auch das ETS-Multiplayer-Teil und so weiter. Ja, gegenüber von uns sitzt Daniel Kiat oder Kiviat, wie auch immer, es streiten sich alle drum, ich habe ihn noch nie selber seinen Namen hören, sagen hören. Ich glaube, das gibt es doch irgendwo gibt es das in irgendeinem Vorstellung, wenn sie sich selbst vorstellen. Muss ich mal mir irgendwann mal zu Gemüte führen, mal gucken, wie er sich selber bezeichnet. Aber ich denke, ist ja auch egal. Jetzt sehen wir unser Teamkollege, wir fangen bei Toro Rosso an, dem Junior-Team von Red Bull. Und um erstmal in der Formel 1 Halt zu finden, ich habe die Nachwuchskarriere von Formel 2 übersprungen. Wir gehen jetzt ins Training, wie gesagt, das zeige ich euch nicht. Wir machen gleich dann einen Cut, während ich kurz ein bisschen Training fahre, nicht lang, einfach ein paar Runden, ein paar Punkte kriegen, ein bisschen probieren, einfahren und dann sehen wir uns dann im Qualifying gleich wieder. Und jetzt würde ich ganz kurz hier nochmal gerade... Ja, jetzt labert er wieder kurz. Für das Team in der Werkstatt, da das Auto nach dem Wintertest zum ersten Mal gefahren wird. Je konstanter dein Spritverbrauch ist, desto mehr hilft uns das weiter. So, habe ich nochmal kurz auf den Knopf auf meinem Lenkrad gekommen. Wir können mal ganz kurz hier Session Info. Müssen wir doch irgendwo die Strecke sehen können, dass ich euch mal kurz zeigen kann. So ein Humbug, warum kann ich die Strecke nicht sehen? Doch, da. Super. Also, ihr seht hier, ich habe ja keine Mauszeiger. Strecke unten, wo die karierte Flagge ist, auf der Strecke links, ist natürlich Start und Ziel. Und wir sind halt hier in Melbourne, in Australien, mit dem ersten von 21 Rennen, die es in einer Saison gibt. Und ich fahre dann jetzt mal ein bisschen Training. Also, wie man sieht, ist hier ein... Parcours, der jetzt nicht auf Topspeed ist, aber ist auch nicht extrem krass auf Kurven, aber ja, ne. Also ich mache jetzt erstmal ein bisschen Training und dann sehen wir uns gleich im Quali wieder, da kann ich euch dann die Strecke auch nochmal zeigen. Also, Junior-Team und das ist das größere Team, da möchte ich dann auch hin. Ja, man kann übrigens auch die Session simulieren, wenn man zum Beispiel keine Zeit hat, um jedes Rennen zu fahren und eine Strecke nicht so besonders gut kann, eigentlich wird man dann fast immer extrem schlecht. Also da würde ich jetzt wahrscheinlich auf dem letzten Platz reinkommen oder vorletzten oder sowas. Trotz 3, P13 eigentlich. Und auch im Training waren wir gleich auch so 13, 14, 15 oder sowas. Bin ich aber auch nicht viel gefahren, auch nur auf harten Reifen. So, ja, wir sehen hier nochmal die Startaufstellung. Vettel auf Pole, Bottas auf 2, Hamilton auf 3, Leclerc auf 4, dann Verstappen auf 5, Albon auf 6, 7 und 8 belegt von Perez und Norris, dann Sainz und Raikkonen, Magnussen und Ricardo auf 11 und 12, 13 und 14 ich und mein Teamkollege, Stroll, Giovinazzi, Grosjean und George Russell auf den Plätzen 16 bis 18 und auf den letzten beiden Plätzen Robert Kubica und ich habe keine Ahnung mehr, wer der andere war, weil die Scheiße war, auf der viel zu schnell geht. Hier im Rennen. Und starten jetzt zum 2019 Australian GP in Melbourne.
erstes Rennen der Saison und versuchen wir uns hier direkt auf der Innenseite. Die KIs haben letztens ein Update bekommen, dass sie nicht mehr so gut starten, müssen hier ein bisschen weiter innen fahren. Sind dicht in der Daniel Ricciardo. Sehr dicht in der Daniel Ricciardo. Und gehen hier ganz dreist einfach mal auf die Innenseite, weil vor uns sehe ich schon die Punkteposition, nämlich Position 10. Ab Position 10 gibt es einen Punkt für Position 10, 2, 8 und danach gibt es 4 für die Position 8, genau 8, 6 Punkte für Position 7, Position 6 sind 8 Punkte, 10 Punkte für Position 5, 12 für Position 4, Position 3 sind dann 15 Punkte, 18 für Position 2 und der Sieger des Rennens kriegt 25 Punkte plus wer auch immer in den Top 10 die schnellste Runde gefahren hat des Rennens, kriegt nochmal einen extra Punkt obendrauf. Das heißt, bis zu 26 Punkte in einem GP sind möglich. Wir müssen hier ein bisschen gegenlenken, weil wir außen aufs Gras kommen. Und wollen natürlich jetzt hier schnellstmöglich Magnussen überholen, um überhaupt erstmal in die Nähe der Punkteränge zu kommen. Wir sehen vorne schon die drei Top-Teams, die wieder unter sich kämpfen. Auch wenn Sergio Perez in seinem Racing Point, die sich letztes Jahr umbenannt haben, also für dieses Jahr umbenannt haben, von Force India auf Racing Point, schalten die mal kurz auf Fett, um ein bisschen die letzte noch aus dem Auto rauszuholen. Die dran ist an den Top-Teams, wird da doch so schnell keiner rankommen an die Top-Teams. Sie ein paar gute Kurven fahren. Ja, zumindest ist den Haas von Kevin Magnussen in den Escape-Modus gegangen. Jetzt geht es hier weiter mit dem Rennen. Und wir gehen direkt auf die Innenseite von Kevin Magnussen. Und das reicht nicht ganz, da kommen wir nicht vorbei. Jetzt hier wieder runterschalten für die Links. Jetzt hier eine Rechts, die mit Vollgas zu nehmen ist, wenn auch immer oder häufig mit ein bisschen Gegenlenken verbunden ist, gerade am Anfang der Karriere in einem Toro Rosso, der nicht unbedingt dafür bekannt ist, das schnellste Auto auf dem Grid zu sein, im Durchschnitt so zwischen dem 5. oder manchmal auch 4. und 9. schnellsten Auto, je nach Strecke, das variiert immer mal wieder. Hier auf der Strecke sind wir so irgendwo das 6. schnellste Auto wahrscheinlich sogar, vielleicht auch das 8. schnellste, ich kann es nicht genau beurteilen. Hätte ich nachgucken können, habe ich aber nicht. So, hier in der Kurve kann man unter keinen Umständen überholen, deswegen setzen wir uns hier mal voll auf die Innenseite. Und haben natürlich deswegen auch dementsprechend viel Kontakt. Das Auto kommt überhaupt nicht mehr in die Gänge. Wir müssen es jetzt hier noch von Stroll verteidigen, aber das sollte hoffentlich nicht so schwierig sein. Wir müssen jetzt langsam echt Magnussen überholen, sonst gibt das hier dieses Rennen keinen mehr. Jetzt hier defensiv, um Stroll keinen Windschatten zu geben. Wir bremsen ganz normal an, machen da einfach die Tür ganz klar zu. Stroll wird da nicht vorbeigelassen. Bleiben hier auf dem Fettgemisch, müssen das ein bisschen im Auge behalten. Ich weiß noch nicht ganz, wie genau der Toro Rosso mit dem Sprit umgeht, weil einige Autos verbrauchen mehr, andere weniger Sprit. Autos auch und die Formel 1 Wagen auch, da ist das genauso. Je nach Motor. Hier im Toro Rosso ein Honda Motor verbaut. Toro Rosso, das Junior-Team von dem bereits genannten Red Bull-Team, das ich auch dann irgendwann aufsteigen möchte. Ich habe gedacht, wir starten aber mal mit dem Junior-Team, so wie es eigentlich auch realistisch wäre. Weil nicht mal Max Verstappen, trotz seines vielen Talents, kommt direkt in das Red Bull-Auto. Sondern wäre sogar eine ganze Zeit lang noch mit Toro Rosso gefahren, wenn es nicht dazu gekommen wäre, dass er mit Daniel Kvyat, meinem aktuellen Teamkameraden, ausgetauscht werde. Wurde 2016, weil Kvyat ein bisschen Mist gebaut hat in dem Red Bull, das werde ich jetzt nicht alles ausführen, aber jedenfalls wurden die dann im 4. Rennen der Saison 2016 getauscht und im 5. Rennen der Saison 2016 hat Max Verstappen seinen ersten Sieg geholt, und zwar in dem ersten Rennen, wo er für Red Bull gefahren ist, was natürlich unglaublich war, und er hat damit auch direkt bewiesen, dass er mit den Top-Leuten von vornherein locker mithalten konnte. Man muss eigentlich dazu erwähnen, dass er das nur geschafft hat, weil die beiden Mercedes, die in der Saison besonders dominant waren, oder fast so ähnlich dominant wie diese Saison, könnte man sagen, zumindest wie die Saison am Anfang, ineinander reingefahren sind. Nico Rosberg und Lewis Hamilton sind dort gecrashed. Und dann hatte Max Verstappen eben die Möglichkeit, da sein erstes Podium gleich
in Form eines Sieges umzusetzen. Wir konzentrieren uns jetzt nochmal ein bisschen auf das Rennen, sind hier immer dichter hinter Magnussen Runde für Runde. Aber trotz Fettgemisch kommen wir da nicht ran. Ich werde es hier am Ende der Start und Ziel gleich sogar mal wieder runterstellen auf die kleinere Mischung, sonst werden wir hier nicht bis zum Ende durchkommen. Oh, jetzt haben wir hier aber gut. Und mit DRS und Fettgemisch gehen wir auf die Innenseite von Kevin Magnussen und sind da ganz sauber vorbei an ihm. Ja, sauber gemacht, das würde ich auch so sagen. Ausnahmsweise mal ohne Vollkontakt. Jetzt haben wir hier den nächsten vor uns, Kimi Räikkönen. Das wäre die Ein-Punkte-Position, die wir aber auf die wir keine Chance haben, weil wir ziemlich weit weg sind. Du scheiß kleiner. Du Blödkopf von Magnussen. Dich lasse ich da nicht vorbei, Magnussen. Das kannst du aber sowas von vergessen. Da wird mit Brechstange eben sich wieder vorbeigearbeitet. Jetzt wird die ganz nach außen gedrängt, noch weiter, so weit wie es irgendwie noch geht. Unser Tanksymbol blinkt schon. Ich hoffe, dass ich mit der Mischung bis zum Ende fahren kann und nicht noch eine Mischung runterschalten muss, weil dann wird das Auto doch noch mal ein ganzes Stück langsamer. Kimi Räikkönen nun in unerreichbarer Ferne. In, von links, wir sind auf Platz 11. Leider keine Punkte, aber trotzdem nicht schlecht. Punkte zu fahren im Toro Rosso am Anfang der Saison ist halt auch echt schwer. Und da kommt unser Auto einfach nicht in die Gänge. Schalten hier noch ein letztes Mal in den Fettmodus zu verhindern, dass hier Kevin Magnussen vorbeikommt, aber macht keine Anstalten, sich noch irgendwo reinzubremsen. Deswegen sollten wir hier jetzt ganz locker zu Ende fahren können. Die viertletzte Kurve. Jetzt in die drittletzte Kurve, die vorletzte, die letzte Rechtskurve, das war eben sogar die drittletzte Kurve. Jetzt in die letzte Kurve. Und da können wir uns einen Platz 11 sichern, der nicht schlecht ist, würde ich sagen. Für das Auto, in dem wir fahren, vor unserem Teamkollegen. Cedis hat das Rennen gewonnen. Dieses Ferrari Red Bull, eindeutig. Perez hier Best of the Rest, den Spot, den ich mir gerne sichern würde. Wir haben uns im Zweifel jetzt nach vorne verbessert, damit gar nicht mal so schlecht unterwegs. Und Denneke wird nur auf Platz 15. Und Daniel Ricciardo nur auf Platz 20. Das ist hier natürlich nicht besonders gut. Nico Hülkenberg im Grid hat sich nur qualifiziert auf Platz Nummer 19, ist zwar bis 16 nach vorne gekommen, aber trotzdem täuschendes Ergebnis für die Herren von Renault. Wir gehen jetzt hier ab ins nächste Wochenende und damit ist die erste Folge vorbei und ich bin jetzt schon ein bisschen geschwitzt. Ist nicht so ganz unanstrengend im Lenkrad zu fahren. Und wir führen in der Rivalität gegen unseren Teampartner. Zwischenpunkte gibt es auch noch ein paar. Ruf gibt es noch. Hier gibt es noch was. Und wir haben jetzt hier noch eine Checkmount-Herausforderung. Aber ja. Die mache ich noch gerade, aber den nehme ich jetzt nicht mit auf. Ja. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.